Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ja, und heute habe ich noch eine weitere Premiere heute. Das hatten wir nämlich auch noch nicht. Heute habe ich für euch hier zwei Luftschiffe oder Schiffe der Lüfte. Und zwar haben wir hier Zeppeline, ganz neu und ganz heißer Scheiß von Tarkom. Das stellen wir euch hier mal vor. Und zwar unter der Nummer Tarkom 6002 und 6003 im Maßstab 1:350. Auch das ja relativ außergewöhnlich. Aber warum, das erzähle ich euch gleich. Fangen wir erstmal mit den Eckdaten von 6002 an. Da haben wir die Zeppelin P-Klasse. Hat eine Gesamtlänge von 466 mm oder in Zentimeter sind das 46,6. Da seht ihr, warum das Ganze in 1:350 ist. Ist ja gut und knapp die Hälfte von 1:72. Wie gesagt, dann wäre das noch größer, das Ganze. Kostet ungefähr knapp unter 36 Euro. Wir haben 4 Spritzlinge plus Ätzteile, 13 Baustufen, 5 Deckel und Bemalvorschläge. Die 6003 ist sogar noch ein Stückchen länger, 510 mm, was genau und exakt 51 cm entspricht. 4 Spritzlinge plus PE, auch knapp unter 36 Euro, 12 Baustufen. Da eine weniger, 5 Deckel und Bemalvorschläge haben wir auch hier. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns mal eben die Anleitung an von diesen Bausätzen. Ist wie gesagt mal ganz was anderes. Es gab vorher nur Vakuumbausätze. Wir fangen mal mit der 2 an. Die haben wir hier. So, da kann man erstmal was Interessantes über die Geschichte lesen. Leider nur in Englisch. Dann leider im Querformat. Und ja, meine heißgeliebte klitzekleine Anleitung. Damit ihr jetzt was Besseres seht, gehen wir mal näher ran. Gucken gleich mal bei den Spritzlingen, dass wir es alle rankriegen, weil die sind relativ groß geraten. Größer auf jeden Fall als die Anleitung. So, und dann geht das hier ganz traditionell los mit den Farben von Amo auf MIG. Die Jungs haben nämlich die Deckels bzw. die Bemalvorschläge, die Colorprofile erarbeitet. Daher das Monopol hier auf die Farben. So, hier ein bisschen, was man beachten sollte. Dann haben wir hier dann auch, wie man die Nassschiebebilder aufbringt, die Ätzteile bearbeitet mit Sekundenkleber. Vorher ein bisschen anrauen, damit das Ganze auch vernünftig vonstatten geht. Und dann kommen wir hier auf der zweiten Innenseite schon die Teilübersicht. So, da könnt ihr sehen, 1, 2, 3... Und hier der kleine vierte, Ätzteile, Nassschiebebilder und das soll es schon gewesen sein. Also ein relativ kurzweiliges Vergnügen hier, nicht 10.000 Teile. Ja, und dann geht der Bau schon los. Maschinengewehre hier oben drauf, das finde ich schon mal ganz lustig. Also das war schon eine heiße Zeit damals, was da so alles ging oder halt auch nicht. Dann geht das hier weiter, die Gondeln, die werden hier montiert, zusammengebaut. Das kann man hier alles wunderbar schön sehen. Ist relativ klein. Dieses gebrochene Herzen soll dann oder bedeutet, dass dann die Ätzteile gebogen werden müssen. Warum dieses Herz genommen worden ist, das konnte mir der Besitzer auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das in China das internationale Zeichen dafür ist, dass man Ätzteile biegen soll. So, eine kleine Besonderheit haben wir hier, wo diese Lupe ist mit diesem Plus, das sind immer Vergrößerungen. So soll das dann exakt aussehen, wenn diese ganzen Teile hier montiert worden sind. Ist immer ganz nett, genauso wie hier nochmal die größere Ansicht. Wie gesagt, Maßstab 1:350, da haben wir eigentlich so den typischen Schiffsmaßstab. Ist aber aufgrund der, ich sag mal, Größe so gewählt worden, dass, ich sag mal, ein Jedermann sich das auch kaufen könnte und dann entsprechend auch nicht so eine riesen Platzprobleme bekommt. Ja, hier haben wir auch einen Ständer, also ihr müsst da das nicht unter die Decke hängen, sondern wir haben hier durchsichtige Ständer oben, damit ihr das halt auch dann hinstellen könnt. So, und für die Bemalvorschläge gehe ich hier mal ein bisschen näher ran, dann kann man sich das Ganze mal angucken. Dort sind nochmal die Farben angegeben. Unten haben wir dann auch nochmal ein paar Alterungsvorschläge, einige Mittelchen und Besserchen, die man dann nehmen kann, um sein Modell entsprechend dann auf alt und gebraucht zu trimmen. So, hier dann die nächste Angabe. Recht interessante Sachen sind dort rausgesucht worden, wie ich finde, ist wie so ein sehr außergewöhnliches Thema. Und Tarkom ist ja nur wirklich für ja immer Überraschung gut. Zeigt da wirklich immer ganz interessante Sachen, Sachen auch, auf die keiner kommt. Ich meine, 1:16, ein Anker von der Yamato, also
Da muss man erstmal die Idee zu haben und dann natürlich auch hier Zeppeline rauszubringen. Ich meine, uns soll es nicht stören, wir verkaufen euch das gerne und sind natürlich als Modellbauer davon auch sehr, sehr angetan und freuen uns wirklich über dieses, ich sag mal, Ausbrechen aus den 0815 und die, ja, bereit sein, Investitionen zu packen, die man dann auch wirklich für solche ungewöhnlichen Projekte dann aufwendet. So. Das war's dann auch schon. Dann kommen wir jetzt zu der... Nein, wir stellen erstmal das Modell vor und dann machen wir dann das andere. So, 6002 haben wir hier. Holen wir mal raus. Sieht relativ klein und unspektakulär aus, aber wie gesagt, auf den Inhalt kommt es ja drauf an. So, und dann gucken wir uns hier mal gleich, na komm, weg du Lümmel, gleich mal zwei Spritzlinge an. Und das habe ich mir nämlich schon gedacht, da müssen wir ein bisschen rausgehen. So, jetzt passt es nämlich. So, und da kann man das schon sehen, wie diese, ja, auch spaßeshalber genannten Zigarren hier angeordnet sind. Hier sind dann die einzelnen Streben sind hier angeordnet. So sieht das Ganze von unten aus. Ist relativ massiv, wiegt relativ viel. Vielleicht kann man es hier von den Seiten sehen, wie stark das Material ist. Also es ist schon ein ganz schöner Bollo, den wir euch hier zeigen. So sieht das aus hier. So, und da kippen wir das Ganze auch nochmal. Ich möchte euch nämlich zeigen, dass die Auswerfermarken hier und hier angebracht sind. Das ist nämlich ganz besonders intelligent, weil da werden ja nachher die Teile montiert. Das heißt, ihr knipst das Ganze hier dann ab und dann sollte man da halt nicht mehr viel sehen können. Genauso wie hier, da haben wir den Anguss hier angebracht. Das heißt, dass ihr es hier abkneift, da mit dem Messer ein bisschen nacharbeitet und dann ist das Ganze wirklich schön verschwunden. So, auch hier die Spanten sehr schön zu sehen. Und dann gehen wir hier mal ins Detail rein. Sieht man hier recht gut. Also das sieht sehr gut aus. Auch hier die Luftschrauben. Das, wie gesagt, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich war sehr, sehr angetan, als ich das Ganze, ja, in die Hände gekriegt habe, mir angeguckt haben. Und eine weitere Hilfe für den Modellbauer, die haben wir hier. Hier sind nämlich diese wunderbaren Produktionshalterungen. Da haben wir einmal eine negative und eine Plusform. So, den Spritzling beiseite. Dann geht das mit dem Spritzling B weiter. So, und hier sind dann... ist dann diese Schiene, die da oben drauf montiert wird, das, was ich euch gesagt habe. Dort kommt dann auf die eine, kommt dann auch das Maschinengewehr rauf. So, gucken wir uns das hier mal an. Da die Gondeln. Auch das sehr schön zu erkennen. Das Ganze von hier hinten einmal in Hohl. So, dann haben wir hier den Ätzteilbogen. Kommen wir hier. Zip. Relativ starkes Material. Ihr seht das hier. Gucken wir uns mal an hier. Ich versuche das mal so zu wenden und zu drehen, dass das nicht ganz im, vom Licht so doll reflektiert wird, dass man sich die Teile auch angucken kann. Wie gesagt, auch das relativ schwer in der Hand. So. Und natürlich die beiden fehlenden Teile. Hier schließt sich das Ganze an. Auch das hat relativ viel Gewicht, wenn man es in die Hand nimmt, wenn man es sich anguckt. Und hier fangen wir mal mit der Rückseite an, nämlich auch ein schöner Rücken kann entzücken. Da haben wir hier auch wieder die Hilfen für die richtige Positionierung. Auch wieder in positiv und in negativ einige Auswerfermarken. Aber die können uns wirklich völlig egal sein. Sieht man nie wieder, wenn man das Ganze dann verklebt hat. Und auch hier wieder kann man das schon sehen, dort die Haltepunkte, wo Sachen dann angeklebt werden, fixiert werden müssen, kann man auch hier sehr schön sehen. Das gleiche mit dem, ja, Abmontieren, Abkneifen haben wir hier auch. Und da ist das hier, kann man das nochmal sehr schön sehen. Wir kippen das mal so, genau, hier kann man das nämlich schön sehen. Dort wird das Ganze abgekneifen. Wenn ihr vernünftig und sauber arbeitet, sieht man da hinterher wirklich gar nichts mehr von. So. Ein kleiner Spritzling haben wir hier noch. So, und das ist der mit der Halterung erfreulicherweise in einem klaren, durchsichtigen Kunststoff gegossen, damit das Ganze halt nicht so auffällt, damit man das Ganze nicht so sehen kann. Auch das hier sehr schön wiedergegeben. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, was bleibt am Ende des Tages noch übrig? Richtig,
Dann die NAS-Schiebebilder. So, und die gucken wir uns jetzt mal hier an. Ja, so, da Hoheitszeichen, Erster Weltkrieg, Kaiserreich kann man sehr schön erkennen. Die Registrierungsnummern ist auch alles dabei. Ein sehr dünner Trägerfilm. Ich versuche das mal, dass es hier ein bisschen reflektiert. Also daran könnt ihr schon sehen, dass sich der Trägerfilm wirklich nur auf das Wesentlichste dann ja begrenzt. Sehr schön das Ganze schon mal. Ich packe das hier mal eben wieder ein. Die Deckel sind, wie ihr gesehen habt, schön sauber gegossen. Sind schön sauber gedruckt worden. Da ist kein Versatz drin. Das passt schon mal ganz gut. Da gibt es nichts zu mäkeln. Dann kommen wir jetzt hier zum nächsten Modell. Das ist die Q-Klasse. Die ist ein bisschen von der Form anders. Auch hier wieder der geschichtliche Exkurs in Englisch. Dann hier das gleiche, der Hinweis mit den Piktogrammen, die Farben von Amo auf MiG ist natürlich Dito mit der gleichen Variante eben. Und dann hier auch die vier Spritzlinge plus die Ersatzteile plus die NAS-Schiebebilder. Auch hier geht das weiter mit dem Zusammenbau dieser vorderen Zigarrenhülle mit dem Anbau der Gondeln. Wie gesagt, unterscheiden sich halt in der Form das eine ja die Z-Klasse und das andere ja die Q-Klasse. So, der Form wollen wir uns das natürlich dann trotzdem angucken, damit man auch von dem anderen Produkt ein wunderschönes Bild kriegt, was man hier denn so bekommt dafür. So, weiter geht's. Hier wird das Ganze dann vereinigt. Gegebenenfalls müsstet ihr hier mal gucken, wie das Ganze zusammenpasst, ob man das sieht oder ob da gegebenenfalls noch was angepasst werden muss mit Schleifen und Spachteln. So, und auch hier gucken wir uns natürlich wieder die Deckel- und Bemalvorschläge an und auch hier wieder federführend das Team von Amo auf MiG, die sich hier diese Color-Profile angenommen haben und die dementsprechend hergestellt hat. Wie gesagt, ich habe das ja eben schon bei der anderen Anleitung gesagt, finde ich sehr interessant. Da wurden ja ganz, ganz viele Schwarz-Weiß-Bilder wurden da ausgewertet, Postkarten und so weiter und so fort. Also was man da so alles raussehen kann, ob das jetzt historisch soweit richtig ist, kann ich euch leider nicht sagen. Dafür fehlt mir einfach der historische Hintergrund, das Hintergrundwissen. Zeppeline habe ich mich bis jetzt noch nicht so wirklich mit beschäftigt. Ich weiß, dass sie die ersten Luftangriffe mit Bombenabwürfen der Geschichte so mit bewerkstelligt haben auf Städte. London war es ja, glaube ich. Das mal ein ganz kleiner, kurzer Exkurs zu diesen Modellen. Ist ja auch sehr schön wiedergegeben. Hier haben wir die englische Kanalküste mit den Kreidefelsen und dementsprechend passt das natürlich thematisch da dann rein. So, hier schon mal der erste Unterschied. Hier haben wir nämlich dieses Mittelteil hier. Hier auch wieder relativ stark das Material gegossen. Dann hier diese geraden Flächen, die dann hier angeklebt werden müssen. Dann haben wir hier die Gondeln, Rudermaterial, alles was so dabei ist. Auch das gucken wir uns mal an. Interessant wäre auch, wie sich das bei starkem Windverhalten hat. So viel hat das Ganze ja nicht gewogen. Gucken wir uns hier erstmal die Struktur an. Die sieht sehr gut aus. Das gefällt mir richtig, richtig gut hier. Das ist richtig toll gemacht hier. Das hat Tiefe, das hat schöne Gravuren hier. Genau wie die Fenster der einzelnen angehängten Gondeln hier. So sieht das Ganze da aus. Und auch das hier, zack, drehen wir das Ganze mal um. Wichtig ist nämlich nicht eigentlich das hier, da schließt sich das an die gleiche Qualität an. Aber was man hier noch erwähnen sollte, hier haben wir natürlich auch von unten eine schöne Struktur. So, wieder weg. Dann kommt hier von die Spitze. Hier, wo die Maschinengewehre hinkommen, nochmal die Sicht. Auch das hier mit den Luftschrauben, wie gesagt, da sind die Maschinengewehre, sind relativ klein. Wie gesagt, finde ich ganz nett. Und auch das wäre interessant, wie die Wehrhaftigkeit denn gegenüber Jagdfliegern waren, die Engländer dann geschickt haben. Ich glaube auch, mich erinnern zu können, dass die überwiegend nachts oder bei Dämmerung angegriffen haben. Aber wie das im Einzelnen ist,
Vielleicht kann ja der ein oder andere da nochmal was ergänzen. Ja, und dann das ein oder andere dazu noch mehr schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. So sieht das Ganze nochmal von unten aus. So, wie gesagt, handwerklich top. Da kann man gar nichts zu sagen. Das ist alles sauber gegossen. Wir haben keine Sinkstellen. Wir haben keine bösen Überraschungen oder so. Das ist, ja, eine wunderschöne Plastik-Porno-Qualität hier. Ja, ein bisschen anzüglich muss ja immer mal sein. So, auch hier wieder die Montierungspunkte, die Hilfen dafür. Und sollte euch ein, ja, Plastikvampir angreifen, hier haben wir wirklich schön gemachte Spitzen dazu. So, interessant ist natürlich, wenn man das Ganze zusammenklebt, wie verhält sich das? Haben wir da einen großen Grat dran? Haben wir da einen großen Versatz drin? Hier sind ja einige Hilfen, das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Da, wo die Patschefinger sind, da haben wir hier nämlich eine Feder und hier eine Nut, damit das auch sehr schön ja, zusammengeführt wird. Also ich bin wirklich gespannt. Es sind nämlich der Hilfen einige mit beigelegt. Dann haben wir hier das Klarsichtteil, das hatten wir eben schon. Dann hier ein kleiner Wickelbogen und dann hier auch die Ätzteile. Und die sind fast identisch mit denen von vorhin. Die wollen wir euch aber natürlich auch nochmal zeigen. So ist das ähnlich starke Material hier. So, das habt ihr hier schon mal. Dann hier die Klarsichtteile zur Präsentation. Wie gesagt, finde ich schön, dass der Hersteller daran gedacht hat, dass solche Sachen halt auch mit dabei sind und man sich da nichts selber schnitzen muss. So, und natürlich hier der Naschibe-Bilderbogen und der schließt sich der gleichen Qualität an wie sein Bruder in dem anderen Modell. Ja, ich würde eben sagen, ich räume das hier einmal kurz weg, die fünf Teile hier. So, zack, 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 zack. Kommen dann zum Schlusswort. Dann haben wir alles besser. Ja, also wie gesagt, mache ich das mal so. Ich bin hell begeistert, dass sich ein Hersteller sowas angenommen hat. Gefällt mir richtig gut. Dafür beide Daumen hoch. Preis, denke ich mal, ja, geht in Ordnung. Hätte auch ein paar Euro billiger sein können, möchte ich jetzt mal so sagen. Ansonsten, Chapeau, danke für die Idee, für die Umsetzung. Ja, und ich bin auf eure Kommentare gespannt, wie euch das Ganze denn so gefällt, wie euch das Video auch gerne gefallen hat. Schreibt dazu ruhig was. Durch Kritik und Lob, so kann man nur wachsen. Und ja, dann verabschiede ich mich wie immer mit einem netten Gruß von mir, euren Christian. Macht's gut, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian. Tschüss.